Guten Abend, liebe Zuschauer. Ausländische Unternehmen greifen gleich nach zwei deutschen Konzernen der Energiebranche, nach Uniper und nach Nordex. Uniper erzeugt konventionell Strom mit Kohle und Gas. Nordex setzt dagegen auf erneuerbare Windkraft. Das Unternehmen Uniper gibt es noch gar nicht so lange. Es ist aus dem viel bekannteren E.ON-Konzern hervorgegangen. Dieser hatte knapp die Hälfte von Uniper an Finnlands staatlichen Energiekonzern Fortum verkauft. Nun haben sich die Finnen die Kontrolle gesichert. Fortum übernimmt dafür ein großes Anteilspaket von Finanzinvestoren. Damit steigt der Anteil der Finnen am deutschen Uniper-Konzern auf einen Schlag von knapp 50% auf 70%. Gut 2 Milliarden Euro lässt der finnische Staatskonzern sich dies kosten. Ein großer deutscher Energiekonzern mehrheitlich in der Hand eines ausländischen Staatsunternehmens. Das gab es noch nie. Da Fortum international tätig ist, müssen noch Behörden in den USA und Russland zustimmen. In Deutschland hat Uniper 5.000 Beschäftigte. Neben der Stromproduktion in Kraftwerken ist der Konzern auch im Energiehandel tätig. Bei Uniper zeigte man sich heute vom Zugriff der Finnen überrascht. Die Gewerkschaft Verdi läuft Sturm. Die Arbeitnehmervertreter seien vorab nicht eingeweiht gewesen. Dazu muss man wissen, dass Fortum von Anfang an als Eindringling gesehen wurde. Seither ging die Angst vor einer Zerschlagung um. Ein Kleinkrieg tobte. Die Uniper-Führung wechselte. Von zerrütteten Verhältnissen ist die Rede. Der finnische Konzern versuchte heute, die Gemüter zu beruhigen. Ein Stellenabbau sei nicht geplant. Man werde sich an die Tarifverträge halten. In den nächsten beiden Jahren werde keine 100% Komplettübernahme angestrebt. Die Belegschaftsvertreter bleiben skeptisch. Sie pochen auf vertragliche Zusagen, wollen Klarheit über die künftige Strategie der Finnen. Spekulanten hatten auf eine Kompletteinverleibung Unipers durch Fortum gehofft, inklusive hoher Übernahmeprämie. Daraus wird vorerst nichts. Ihre Enttäuschung drückte die Uniper-Aktie um fast 9%. Fortum aber stärkt mit Uniper seine Position als einer der führenden Energiekonzerne in Europa. Diese Tatsache honorierten Anleger an der finnischen Börse. Über die Energie der Zukunft wird ja viel diskutiert und auch gestritten. Deutschland ist und bleibt Vorreiter bei den erneuerbaren Energien. Hier kommen nicht Finnen, sondern Spanier ins Spiel. Auch sie greifen zu. In ihrem Fall geht es um den deutschen Windkraftanlagenhersteller Nordex. Acciona heißt der spanische Mischkonzern, um den es geht. Er war schon mit knapp 30% an Nordex beteiligt, stockt über eine Kapitalerhöhung seinen Anteil auf 36% auf. 700 Millionen Euro lassen sich die Spanier dies kosten. Sie sind nicht nur in Spanien, sondern auch im Wachstumsmarkt für Windkraft Lateinamerika erfolgreich. Die Spanier stärken die Finanzkraft von Nordex. Die Aktie des Windanlagenbauers stieg denn auch kräftig. Auch bei Nordex sind die Auftragsbücher voll. Doch das Unternehmen schreibt Verlust. Ausgerechnet im Heimatmarkt Deutschland befindet sich die einstige Vorzeigebranche Windkraft in der Krise. Staatliche Förderungen wurden zurückgefahren. Es gibt nicht mehr festgelegte Preise, sondern Windparkprojekte müssen nun ausgeschrieben und ersteigert werden. Nicht jedes Unternehmen kommt mit so viel freiem Wettbewerb klar. Es gibt erste Pleiten, das Anbieterfeld lichtet sich. Mit 30.000 Windrädern an Land bleibt Deutschland zwar führend in Europa, in nur einem Jahr aber ist der Bau neuer Anlagen um 43% eingebrochen. Denn Genehmigungsverfahren dauern zu lang, im Schnitt mittlerweile 3 Jahre. Zudem mangelt es an Akzeptanz in der Bevölkerung. Klagen zur Sicherung des Artenschutzes sind nunmehr an der Tagesordnung. Deutschlands Vorreiterrolle in der Windkraft ist in Gefahr. Die deutschen Firmen drohen international den Anschluss zu verlieren. In der Branche sind bereits 26.000 Jobs verloren gegangen. Jedes vierte Windkraftunternehmen rechnet dieses Jahr mit einem weiteren Arbeitsplatzabbau. Letztlich dürften nur wenige ganz große Windkraftkonzerne übrig bleiben. Ob Deutsche darunter sein werden, ist längst keine ausgemachte Sache. Der Branche weht der Wind rau ins Gesicht. Gleiches galt heute für Aktienanleger. Beim Brexit und im Handelsstreit schwindet die Hoffnung auf eine gute Lösung. Es wehte den DAX unter 12.000 Punkte. Er verlor mehr als 100 Zähler, rund 1% auf 11.970. In Deutschland spielt die Windkraft eine entscheidende Rolle, um die Klimaziele erreichen zu können. Die Politik lässt deren Krise auch deshalb nicht kalt. Just heute legte das Wirtschaftsministerium einen 18-Punkte-Plan für die Windkraft vor, der vorsieht, Genehmigungen zu beschleunigen, die Zahl der Klagen zu reduzieren
und pragmatischer beim Artenschutz vorzugehen, was immer das heißt. Ich mache jetzt auch einen Punkt. Wenn Sie wollen, sehen wir uns morgen wieder. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen. Ihnen einen ganz schönen Abend.